Willkommen zu meinem Kanal. Ich werde jetzt an die Tracer die Steckdose verbauen hier. Das ist ein Original Yamaha Teil mit dem entsprechenden Stecker hier. Das zeige ich euch auch gleich nochmal, dass man hinter der Verkleidung auch einen Anschluss dafür hat. Also da muss man nicht extra irgendwas machen. Und dann für das TomTom 400 die Halterung hier mit dem Stromanschluss. Und ich versuche das ohne ja, zu löten oder mit Schrumpfschlauch oder sowas zu machen, also unkompliziert. Einfach die Kabel hier reinstecken, das andere Ende raufstecken und dann war's das. Das sollte genügen. Und das zeige ich euch in dem Video. So, die Tracer hat hier den Anschluss für die Steckdose. Also man muss nur die Verkleidung abmachen und dann kann man das anstecken.